Hallo Modellbahnfreunde, ich begrüße euch auf meinem kleinen Kanal und heute soll es nochmal um die Pico E17 gehen. Ja, die Pico E17, die habe ich schon vor einigen Wochen vorgestellt und heute versuche ich mal etwas anderes. Passt mal auf, was gleich passiert. Ich hatte tatsächlich noch mal das Glück, an eine Pico 117 zu kommen. Und das freut mich total, weil die Lok ist sowas von klasse. Und da geht ein herzliches Dank an den Thomas. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Nennt sich BR01118 Memorial. Bisschen komplizierter Name, aber ein ganz netter Kanal. Und wenn ich ein bisschen für ihn Reklame mache, dann gibt es die nächste Lok vielleicht ein bisschen günstiger. Mal schauen. Die Lok ist übrigens schon YouTube bekannt. Die ist schon auf dem Schulz seiner Anlage gefahren. Der Thomas hat sie auf seinem Kanal vorgestellt. Ja, und seit ein paar Wochen läuft die bei mir auf Jagdzell. Auf die Einzelheiten der Lok muss ich gar nicht mehr eingehen. Das kann man sich anschauen, wenn man mein Video anguckt über die E17. Aber was ich heute machen möchte, ist die zwei Loks mal ein bisschen zu vergleichen, weil da gibt es einige Unterschiede, die mir auch jetzt erst so im Nachhinein aufgefallen sind, wenn beide Loks nebeneinander stehen. Wenn man die Loks von der Seite betrachtet, fällt als erstes die Farbgebung auf. Die E17, die ist mehr so in einem Flaschengrün. Die 117 ist in dem Chromdioxidgrün. Außerdem sind bei der 117 die Speichen der Räder schwarz gehalten und bei der E17 sind die rot. Dann hat Pico wirklich auf Kleinigkeiten geachtet. So hat die 117 zum Beispiel oberhalb der Laufachse solche Kühlrippen angesetzt. Wenn wir bei der E17 schauen, fehlen diese. Dafür hat die E17 an der vorderen Laufachse einen Druckbehälter, der wiederum bei der 117 fehlt. Auch haben wir hier irgendwelche Kühlrippen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das ist. Bei der E17 fehlen die. Ja, da hat Pico wirklich auf Kleinigkeiten geachtet. Auch hier, da ist eine Klappe. Die ist bei der E17 schwarz. Bei der 117 ist er grün. Dann gibt es natürlich Unterschiede, die einem sofort ins Auge fallen wieder. Wie zum Beispiel das Dach von der 117, das nach vorne gezogen ist, um so ein bisschen Sonnenschutz für den Lokführer zu haben. Das hat die E17 noch nicht. Außerdem ist die dritte Stirnbeleuchtung hier nach vorne gewandert. Bei der E17 sitzt sie hier oben. Wenn wir uns die Pantographen der E17 anschauen, haben die oben nur Einschleifkontakt zur Oberleitung. Von daher mussten immer beide Pantographen aufgebügelt sein. Bei der E17 haben wir oben schon zwei Schleifer verbaut und da reichte ein Pantograph. Was Pico auch toll umgesetzt hat, ist der unterschiedliche Dachgatten. Hier die E17
auch mit Kühlrippen hier nochmal versehen. Und nun der Dachgarten der 117. Wenn man jetzt die beiden Loks nochmal von vorne betrachtet, sieht man auch nochmal die Unterschiede. E17, Spitzenlicht sitzt oben und am Dach. Bei der 117 sitzt es vorne. Der Dachvorbau ist etwas länger bei der 117. Hier ist er kurz. Wir haben bei der E17 drei Fenster. Bei der 117 haben wir zwei Fenster, wobei das hier wirklich eine Ausnahme war. Ich glaube, da gab es bloß ein oder zwei Loks, die mit zwei Fenster gefahren sind. Was Pico auch wieder toll umgesetzt hat, es ist mir eben erst aufgefallen, hier ragt eine kleine Steckdose nach vorne raus. Das hat die E17 nicht, da ist zwar auch eine Steckdose, aber die ragt nicht nach vorne raus. Also auch wieder ein kleiner Unterschied. Auch toll ist hier die Heizung, ich glaube die Heizung ist es von den Fenstern. Ja, und von vorne kann man auch nochmal schön die Unterschiede der Pantographen sehen. Die Altbau-Pantographen sind viel breiter. Hier bei der 117, die wirken filigraner. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche Lok mir besser gefällt von den beiden. Also ich finde beide ganz, ganz gelungen. Vielleicht finde ich die 117 ein klein wenig interessanter, weil sie doch etwas Besonderes ist. Mit ihren zwei Fenstern und der Lampe auf der Nase. Aber ich bin von beiden Loks restlos begeistert. Und nun hoffe ich, dass euch der Vergleich gefallen hat. Und wünsche euch noch viel Freude mit eurer Modellbahn. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.